Das ist ganz wichtig. Hallo, ich bin Marco aus Deutschland und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was wir für den Frieden in der Welt tun können. Dieses Video ist ein Teil des Projekts Unity des Jelabuga Instituts der Kasaner Föderalen Universität. Hashtag World Peace. Vielen Dank, dass du an der Unterhaltung teilnimmst, indem du dieses Video schaust. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ich denke, um Frieden zu schaffen in der Welt, um Kriege zu verhindern, müssen wir Kriege unvorstellbar machen. Ja, für viele Leute sind Kriege jetzt schon unvorstellbar. Sie können sich einfach nicht vorstellen, an einem Krieg teilzunehmen. Ja, für sie ist es unmöglich, einen anderen Menschen zu töten. Ja, und man hat auch herausgefunden, dass die meisten Leute, die im Krieg eingesetzt werden, ja, gar nicht töten können. Ja, sie können sehr gut zielen, ja, wenn sie auf eine Zielscheibe schießen sollen, dann sind sie sehr treffsicher. Aber wenn sie dann im Krieg eingesetzt werden, dann schießen sie nicht. Ja, oder sie schießen absichtlich ein bisschen höher. Ja, die meisten Soldaten, auch in den Weltkriegen, haben nicht getroffen. Nicht, weil sie nicht treffen können, sondern weil sie psychologisch keinen Menschen töten können. Und ich denke, das ist eine gute Nachricht, dass die meisten Menschen gar nicht die Fähigkeit haben, einen anderen Menschen zu töten. Ja? Ich denke, man kann nur einen anderen Menschen töten, wenn man keine Empathie mehr hat mit dem Feind. Ja? Man muss völlig empathielos sein, um einen anderen Menschen zu töten. Ja? Empathie wird in den ersten Lebensjahren entwickelt. Deswegen ist meine Meinung, dass, um Kriege zu verhindern, wir unsere Kinder so gut wie möglich erziehen müssen. Ja? Und wenn wir sie mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Empathie erziehen, dann werden diese Kinder niemals Soldaten werden. Und sie werden niemals gewalttätig werden. Ja, Gewalt ist etwas sehr Fremdes für sie. Leider gibt es noch sehr viel Kindesmisshandlung in der Welt und dies führt zu einem Mangel an Empathie und damit zu Kriegen. Siehe auch The Origins of War in Child Abuse von Lloyd DeMoss. Ein sehr gutes Buch, ein sehr schwieriges Buch, aber ein sehr notwendiges und hilfreiches Buch. Ja, es ist kostenlos im Internet erhältlich, auch das Hörbuch. Was können wir tun? Nun, wir können unsere Kinder ohne Gewalt erziehen. Ja? Und wir können Kindern denselben Respekt geben, den wir Erwachsenen geben. Ja, das ist ganz wichtig. Ich denke, wir sollten Kindern denselben Respekt geben, den wir Erwachsenen geben. Siehe auch Peaceful Parenting. Dieses Konzept hat mir sehr viel geholfen. Ja, ich habe sehr viel gelernt, als ich dieses Konzept nachgeschlagen und recherchiert habe. Es geht natürlich nicht nur um unsere eigenen Kinder, sondern auch um die Kinder von anderen Menschen. Denn wie andere Menschen ihre Kinder erziehen, hat einen Effekt auf die Gesellschaft, in der wir selber auch leben. Das heißt, eine zweite Sache, die wir machen können, ist, wir können den Mund aufmachen, wenn wir Kindesmisshandlung auf der Straße sehen. Ich sehe leider sehr oft auf der Straße, wie Kinder unfair behandelt werden oder angeschrien werden oder grob gepackt werden. Und ich muss zugeben, ich sage auch nicht immer etwas, aber wir brauchen wirklich den Mut, um in solchen Fällen
Mund aufzumachen und etwas zu den Eltern zu sagen und zu ihnen zu gehen und ihnen zu sagen, hey, ich weiß, das ist schwierig für dich, du bist im Stress, aber so geht das nicht. Ja, so geht das nicht. Ja, das ist nicht in Ordnung. Ja. Die dritte Sache, die wir tun können, um Frieden in der Welt zu schaffen, ist, uns selber zu verbessern und selber ein friedliebender Mensch zu werden. Ja? Wir müssen uns unserer eigenen Vergangenheit bewusst werden, ja? Und emotionale Blindheit überwinden. Ja? Leider gibt es noch sehr viel emotionale Blindheit in unserer Gesellschaft und das führt dazu, dass Kinder schlecht behandelt werden. Siehe dazu auch, wie entsteht emotionale Blindheit, 21 Punkte von Alice Miller. Frieden ist nicht nur Frieden zwischen Nationen, sondern auch zwischen Menschen. Ja? Deshalb denke ich, wir sollten nicht nur schauen, was der Staat tun kann, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, sondern wir sollten auch versuchen, gewaltfreie Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu finden. Ja? Ich meine, Staaten sind allein im 20. Jahrhundert für über 185 Millionen Tote verantwortlich. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir uns bei gesellschaftlichen Problemen immer fragen, was kann ich tun? Was können wir tun? Ja, als Menschen. Ja, anstatt Politiker darum zu bitten, dieses Problem zu lösen. Das ist meine Meinung über den Frieden in der Welt. Ich denke, wenn wir Kinder gewaltfrei erziehen und mit viel Empathie und Liebe, dann werden diese Kinder aufwachsen und gewaltfreie Erwachsene sein. Was ist deine Meinung? Ich bin sehr gespannt, was du über dieses Thema denkst. Hinterlasse mir deine Meinung in den Kommentaren oder mache ein eigenes Video. Ich werde die Beschreibung des Projekts in der Videobeschreibung unten verlinken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt neugierig, bleibt gewaltfrei und wir sehen uns später. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.